Recht herzlich willkommen zur 16. Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen, ja. Wir sind hier zurzeit im Krieg mit Frankreich, haben zwei Schlachten hier verloren und es sieht gerade richtig mau aus. Wir können jetzt sozusagen nur auf das erste Angebot der Franzosen warten, dass wir da noch irgendwas kriegen, ne? Burg. Können eine Burg bauen. Ja, das sieht gut aus, ne? Schön wäre es gewesen, aber können da nur die Zeit momentan laufen lassen. Okay, Miramichi besetzt. Weiß ich, wo das ist. Achso, das haben die nicht besetzt. Das haben die in dem Sinne befreit. Dann müssen wir mal gucken, wie wir da zurande kommen. Das wird sich jetzt nicht so ganz einfach gestalten, denke ich mal. Weil die Franzosen, die werden uns jetzt hier die Hucke vollhauen, sozusagen. Unzufriedenheit unter den Handwerkern. Was ist dahinter? Kanadmordawaska besetzt. Okay, nee, das haben sie befreit. Frankreich gab Frankreich und die Provinz, die Garnison. Ah, das war jetzt hier auch schön, ne? Stabilität verlieren oder Dukaten? Stabilität haben wir da, Dukaten haben wir da. Dukaten. Ja, wir kriegen aber auch nicht irgendwie jetzt gerade mal so ein paar Leute zusammen, denke ich. Das wird einfach zu schwierig sein. Ah, wir können es probieren, aber ich glaube nicht, dass das klappt. Da werden die wahrscheinlich vorher einknicken. Da hauen wir jetzt ganz viel Geld raus, aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Hier gegen die 12, die da noch kommen. Hier unten sind es, die sind ins Nachbarland gelaufen. Da holen wir noch einen. Ein Adliger kriegt weniger Legitimation. Und hier lokale Unruhen plus 5. Das können wir uns nicht leisten. Wir sind schon. Dann machen wir das hier unten. Zack. Und da noch ein. Und da können wir keinen mehr machen. Okay. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir die Truppen dann zusammenkriegen. Das war die einen. Und da kommen irgendwie die Engländer gerade noch. Und jetzt kommen noch ganz viele Fenster. Und das irritiert nur. Auch schön, ne? So. Und da kommen jetzt die und die. 7, 8. Holt auf. Ja, jetzt haben die auch noch Frieden geschlossen, ne? Wir müssen mal gerade hier das Tempo rausnehmen, glaube. Damit wir da auch noch irgendwie handlungsfähig sind, ne? Ja, dazu. Ne, die da hinschicken. Und komm schon. Nur noch einen dazu, ja. Die laufen jetzt da oben lang. Die einen mal gerade. Gut. Die laufen nach da oben weg, sind aber 22, ne? Krass, oder? So viel können wir uns nicht leisten. Jetzt gehen wir hier mal gerade, um die wieder zu befreien. Was haben wir denn hier? Provinz können wir ausbauen. Keine Mission ausgewählt. Dann lass mal gerade Pause machen. Machen wir gerade eine Mission. Verbessert unser Prestige, das nehmen wir doch erstmal, oder? Was haben wir sonst noch? Beraterplatz ist auch klar. Ja, die laufen noch dahin, das machen wir auch erstmal.
Lass mal wieder laufen. Die Franzosen sind da oben mit 10 Leuten. Ah, die kriegen hier Rebellen. Das ist doch schon mal gut. Gut, gut, gut. Das bedeutet, wir machen hier mal, wenn es irgendwie noch geht, noch Truppen. Geht aber nicht, weil wir kein Geld mehr haben. Doch, Geld haben wir. Wir haben irgendein anderes Limit wahrscheinlich. Geht gerade nicht. Okay, dann lassen wir das. Was ist das für ein Angebot hier? So, machen wir Pause. Wir wollen das Friedensangebot angucken. Wir wandeln dann mehr. So, was wollen die alles haben? Serra Tejagu. Das finde ich schon mal gar nicht. Das haben die wahrscheinlich noch nicht mal besetzt, oder was? Hä? Naja, die wollen so viel haben hier unten, vor allem an der Küste wahrscheinlich. Nee, das machen wir nicht, das lehnen wir erstmal ab. Okay, da können wir nochmal jetzt was machen. Vielleicht werden die ja durch die Armeen da oben auch geschwächt gerade, ne? Kriegen wir noch einen? Ne, kriegen wir nicht. Ich weiß jetzt nicht, warum wir nicht noch Truppen rekrutieren können. Das ist mir jetzt nicht ganz schleierhaft. Oder wie sagt man? Nicht ganz geheuer? Nicht ganz geheuer. Ja, wenn die natürlich von da drüben jetzt Truppen noch bringen, ne? Dann sieht das viel schlimmer aus. Aber wir haben Pause drin, deswegen geht's hier gerade nicht voran. Ah, jetzt weiß ich, woran es liegt. Wir haben keine fähigen Männer hier. Das ist das Problem. Schade, ne? Ah, da hat 12. 12 brauchen wir uns keine Gedanken mehr drum machen. Ah, falsche Taste gedrückt. Ah, so. So. Geht noch nicht. Dahin. 81 minus, ey. Was soll das denn? Ja, die Truppen fehlen uns, ne? Ist klar. Kann nicht sein, dass bei uns in den dreien ein bedeutender Mann gestorben ist, weil wir haben gar keinen bedeutenden Mann. So. Die können wir ein... Ja, 325 Leute da oben, ne? Ja, müssen wir jetzt weitermachen. Und gucken. Nochmal Pause. Und da können wir hier investieren. Ja, müssen wir machen, ne? Dann haben wir die auch durch. Handelseinfluss ist jetzt gestiegen. Der Rest ist noch offen. Häfen werden blockiert. Wir sind im Krieg, ist auch klar. Können verwestlichen. Müssen wir gleich mal überlegen, ob wir das machen. Hohe Kriegsmüdigkeit. Das ist auch klar, Unruhen, und da kommt ein Angebot von Frankreich. Das sieht aber immer noch so aus, als ob das immer noch die gleichen sind.
Das wollen wir sowieso nicht machen, das ist zu viel. Obwohl wir auf am Ende gar keine andere Chance haben, ne? Ich weiß gar nicht, was machen wir denn hier? Ach so, es sind nordamerikanische Reiter, die dauern so lange. Okay. Werkstatt können wir machen, Tempel können wir machen. Baracke. Machen wir aber gerade nichts. Können wir uns gar nicht leisten. Was ist das? Achso, das war die Unbedingungskriegsmöglichkeit. Ja. Da kommen schon wieder ein paar neue. Jetzt müsste hier das Pferdchen fertig werden. Das ist auch gut so. Das schicken wir gleich darüber. Und die können wir dann ein. Und das geht. Und dann müssen wir die Provinz befreien. Wie sieht es hier aus? Die sind da oben mit 22 und mit 13 Leuten unterwegs. Ja, das sieht nicht gut für uns aus. Okay, und dann kommen die da gleich runter und dann machen wir gar nichts. So, wir sollten dann, sobald wir hier irgendwen sehen, mit dem Verwestlichen anfangen. Dann machen wir das schon mal auf. Schön wäre es, wenn wir das noch freikriegen. Verwestlichung. Da passiert nichts. Da kommt wieder ein Friedensangebot. Gucken wir mal gerade rein. Machen wir Pause. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Provinzen wären das. Ah, da ist das erste, Serachduke. Das ist das zweite, dritte, vierte. Wo ist das andere? Adionak, das ist da oben. Dann wäre das auch weg. Quin, das ist da. Loop ist da. Und Raretran. Das würde bedeuten, die sind hier so lang. Wir hätten das hier. Nee, machen wir noch nicht. Okay, Solidaritäts-, Stabilitätseinbruch. Was willst du machen? Kannst du nichts machen. Wir haben gleich nochmal Truppen, die wir machen können. Würde ich hier empfehlen. Pause muss raus, sonst kriegen wir die 100.000 nicht zusammen. So, komm schon, noch ein Nachschubmangel. Und können wir so machen. Gut. Hier müssen wir verwestlichen. Die bleiben allerdings da oben zurzeit, ne? Da sieht's auch aus, als ob die das nicht zurückerobern, ne? Die Bauern sind da. Ja, das müsste jetzt mal wieder an uns fallen. Die Franzosen kommen auch nicht wieder, ne? Tja. Drei, vier,
100 Soldaten. Die werden auch noch gebaut. Na, das muss jetzt aber mal bald hier werden, oder? Das dauert lange. Null. Komm schon. Wie sieht es finanziell überhaupt aus? Hm? Wir sind im Plus. Was wollen wir erstmal mehr, ne? Nein! Was war das für ein Blödsinn, dass der darüber marschiert? Neues Friedensangebot. Das sieht noch genauso aus wie vorher, das machen wir also nicht. Mhm. 13 Truppen. Und das ist jetzt hier Französisch-Kanada schon geworden. Ich weiß gar nicht, warum die nicht wiederkommen. Und mit wem haben wir denn da eine Waffenruhe eigentlich? Abenakisch, das sind die hier, naja. Komm schon. Und ich war das jetzt eben nicht, weil dadurch, dass ich die nach da gezogen habe, dass dann hier das abgebrochen ist. Ne? Aber hier ist doch schon positiv, oder? 7% plus. Tausend Kanonen haben wir nur. Wäre schöner gewesen, wenn wir noch ein paar mehr hätten, ne? Können wir jetzt aber gleich noch kriegen. Machen wir noch. So. Häfen werden blockiert, das heißt, da kommen schon wieder welche. Guck, da. Reichlich. Oh Mann, die gehen gleich hier an Land. Ja, tun sie auch. Wir müssen jetzt dieses Land mal hier freikriegen. Ich weiß nicht, ob Hügel oder Wald besser ist zur Verteidigung. Na, kommen sie. 12, wir haben 13. Werden wir wahrscheinlich auch wieder nicht schaffen. Die kommen jetzt direkt auf uns zu. Wir müssten jetzt die Burg mal erobern. Handelseffizient, Handelsreichweiten. Ja. Weiter, Freihandel. Da kommt noch ein Angebot von den Franzosen, das gucken wir uns an. Die haben jetzt hier 13 Truppen. Wie können die da Truppen zusammenziehen? Versteht keiner, ne? Oh, ich glaube, da sind weniger geworden. Kann das sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sie jetzt nicht. Nehmen wir erstmal noch ab. Weiterlaufen lassen. Jetzt kommen sie. Und wir kriegen es nicht hin. Wenn wir vorher hier das geschafft hätten, dann hätten wir es vielleicht hingekriegt. Aber so gehen wir wieder gegen die starken Franzosen unter. Schade, ne? Ja, das war nix. Dann sind Truppen wieder hin. Super, verloren. Können wir uns zurückziehen. Jetzt machen wir eins und wir verwestlichen jetzt. Geht aber nicht. Man muss mindestens nur übertragen, ja, minus zwei. Okay, da oben kommt dann die Hauptstreitmacht von 29. Ich
glaube, wir können gleich dann auch zusehen, dass wir das akzeptieren, was die uns bieten. Noch so ein Angebot und dann ist alles gut. Neunundzwanzig Truppen, du glaubst es doch nicht, oder? Die können wir auch nicht abholen, da passiert auch nichts. Das hat sich jetzt gleich erledigt, denke ich. Weiß nicht, ob wir da überhaupt noch fliehen können. Da können wir, doch, da können wir unsere Truppen sogar auf die Flucht bringen, außer unserem Staatsgebiet. Okay, das sieht nicht gut aus. Ja, müssen wir schauen. Jetzt flitzen gehen einmal. So, das ist das Friedensangebot. Ich glaube, das können wir dann auch annehmen. Sind immer noch die 8 und wir nehmen es an und haben gar keine andere Wahl. Jetzt können wir unsere Truppen zurückholen. Unser Land ist kleiner geworden. Wir müssen jetzt erst wieder die Stabilität steigern. Ja, mehr Zugang ist weg. Die haben die Engländer eingeschlossen. Ja, schade, ne? Ja, da, ich glaube, wir hatten da gar keine andere Wahl jetzt gerade, ne? Ja, klar, mein Rückeroberungsgrund bringt uns aber auch viel, ne? Jetzt haben wir wahrscheinlich viel zu viele Truppen. Die können wir dann noch auflösen. Finanziell sind wir ganz unten wahrscheinlich. Genauso sieht's aus. Machen wir erstmal so. Dann müssen wir mal gucken, wie viel dürfen. Achso, das war das Falsche. Da müssen wir hin. Ja, müssen wir noch 3 Truppen loswerden. Aufsplitten. Halbieren wir die. 3 und 3 haben wir jetzt. Was sind das für welche? Das sind 5. Und die lösen wir auf, denke ich, ne? Okay. Okay. Was haben wir da noch gebaut? Noch eine Kanone. Die können wir da rüberziehen jetzt gerade. Jetzt können wir noch gucken, wie weit unser Unterhalt dann läuft. Da sind wir jetzt relativ gut erstmal mit dem Geld zugange. Ja, können wir so lassen. Funktioniert nur so. Gut, okay. Damit würde ich sagen, haben wir den ersten Schritt zwar jetzt unglücklicherweise getan, der ist aber so. Die Jungen können dienen, machen wir dann mal hier noch. Oder wir hätten das, aber das geht beides, glaube ich, ne? Ne, doch nicht, beides das gleiche. Na, das hätte ich mir vorher angucken sollen. Jetzt ist aber auch egal. Gut. Okay, dann würde ich sagen, soll es für diese Runde wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.